We're coming up on Porsche. Whoa! That looks beautiful! What are you gonna do there? Ruin diving? Something like that. We get someone like you once in a while. Always seeking that adventure. Good to be young. Well, good luck to you. Thanks. My time at Portia. I'm sorry, at Portia. Nicht in Portia. Hi! Ich glaube, Cam dürfte in Ordnung sein. Okay. Presley. Masaru. Presley, how do you do? Hey Presley, wie geht's dir? Ah, good to see you again. Hope you had a pleasant journey from Barnarok, right? That's quite far. Schön, dich wiederzusehen. Ich hoffe, du hattest eine angenehme Reise von Barnarok, richtig? Das ist ziemlich weit. Yeah. You. Anyway, I'm here to show you to your workshop, so if you would please follow me, it's pretty close. Wie dem auch sei, ich bin hier, um dich zu deiner Werkstatt zu führen. Wenn du mir also folgen würdest, es ist nicht weit. I wonder what it's like. I didn't get to know my pa too well. Ich frage mich, wie sie aussieht. Ich habe meinen Vater nicht wirklich gut gekannt. No one's been working there since your pa left Porsche so many years ago. He was a good friend. Seit dein Vater Portia vor so langer Zeit verlassen hat, hat hier niemand mehr gearbeitet. Er war ein guter Freund. Yeah. Yo. Okay, wir folgen. Das ist, ja, das Tutorial beginnt an dieser Stelle und damit nochmal ein herzliches Willkommen zu My Time at Portia. And here we are, your workshop. This place sure has seen some wear and tear. What do you think? Looks homely. Now then, here's a letter from your father. He asked me to present it to you when you've seen this house. Nun denn, hier ist ein Brief von deinem Vater. Er bat mich, ihn dir zu überreichen, sobald du das Haus gesehen hast und dein Bartwuchs entsprechend ist. Hey Brüderchen, danke für den Sub. Gut, leider nur ein virtuelles Feuerwerk. Wir wissen ja Bescheid, warum. Dieses Jahr. Aber es ist dein. Masaru, wenn du dies liest, bin ich schon am anderen Ende der Welt. Es tut mir leid, nicht für dich da zu sein. Es kam alles so plötzlich. Ich hatte nicht viel Zeit, es dir zu erklären oder herauszufinden, wie ich für dich sorgen kann. Dann fiel mir diese Werkstatt ein. Sie macht nicht viel her, aber sie wird dich vor Wind und Wetter schützen. Ich lasse dir mein Werkstatthandbuch da, in dem ich notiert habe, wie ich die Werkstatt geführt habe. Der Rest liegt an dir. Gib dein Bestes und lebe ein wundervolles Leben. Du wirst immer mein ganz besonderer Stolz sein. Dein Vater. Here's the workshop handbook of your pa's. Take your time. Come to the Porsche Commerce Guild tomorrow. It's located around Peach Plaza. Can't miss it. Hier ist das Werkstatthandbuch deines Vaters. Nimm dir Zeit. Komm morgen zur Handelsgilde von Portia. Sie befindet sich direkt am Peach Plaza. Du kannst sie nicht übersehen. As much as I'd like to give you a builder license right away, you need to prove your worth through a couple of tests. Ich würde dir deine Handwerkslizenz am liebsten sofort übergeben. Doch zuerst musst du dein Können bei ein paar Tests unter Beweis stellen. Der Fegas! Alter, jetzt hat die halbe Griller-Crew versammelt. Nice. Nabend. Freut mich aber. Ja. Got it. Tomorrow. Verstanden. Morgen, Presley. Anyway, I'll leave you be. Get some rest. Nun, dann lasse ich dich mal allein. Ruh dich etwas aus. Bye, Presley. Thanks for your help.
Ciao mit Au, Presley. Danke für deine Hilfe. Was soll ich auspacken oder was? Vegas, hä? Das ist nicht die Art von Kanal, nein. Aber dafür ist sie kostenlos. Ah, wir wachen auf. My head hurts. I didn't sleep well at all from the breeze coming through those cracks last night. Ja, ich glaube mal eher, das lag hier am, ne? Kleinen Blindmacher da, abends vorm Schlafen gehen unterm Kopfkissen. Au, mein Kopf tut weh, wegen des Windes, der nachts durch die Ritzen pfeift, habe ich gar nicht gut geschlafen. So, wir müssen zur Handelsgilde gehen, das ist also unsere Bruchbude, neue Heimat, neues Haus. Das Einzige, was hier noch halbwegs passabel ist, ist das Bett. Es wird 3 Holz benötigt, um die Lücke zu schließen. Okay, also heißt, wir brauchen Holz für den Boden. Was ist das? Oh. Wenn du Möbel in deinem Zuhause aufstellst, kannst du zusätzliche Boni für dein Attribut bekommen. Ah, okay. Hier kann man also globale Befehle erteilen. Okay, aber so weit sind wir ja noch lange nicht. Gut, ansonsten, ja. Macht nicht viel her. Springen, Shift, Sprinten. Okay. Patrick, das ist My Time at Portia. Und das ist vom Prinzip her wie Stardew Valley, falls ihr das was sagt. Also chilliges Bauen, Ernten, Beziehung knüpfen, den einen oder anderen kleinen Dungeon erkunden. Wie gesagt, Leute kennenlernen, da kommt auch schon der erste vorbeigelatscht, aber will er nicht. Quatschen an. Who are you? Are you a spy for the Duvos Empire? Huh? You're just the new builder. Suspicious. Ey, Mate, wer bist du? Vielleicht ein Duvos-Spion? Du bist nur der neue Handwerker. Verdächtig. When I was little, I always tried to imagine that I was invisible. For a while, I actually believed it myself. Until my teacher told me to turn in my homework. Mate, als ich klein war, versuchte ich immer mir vorzustellen, ich wäre unsichtbar. Für eine Weile habe ich es selbst geglaubt. Bis mein Lehrer mir sagte, ich solle meine Hausaufgaben einreichen. Das ist natürlich nicht so gut. So, ich sehe mehrere Sachen funkeln. Funkeln heißt Loot. Holz. Stein. Sind wir Uri Geller oder was? Keine Sorge, ich habe die Truhe gesehen. Falsche Richtung. Ich will dahin. Gib mir die Truhe. Ja, ich weiß, dass ich Post habe. Bam! Da wird sie aufgetreten. Guten Boxhandschuhe. Post von der Portia Times. Hallo, neuer Abonnent. Dies ist die Portia Times. Wir werden von der Stadtregierung und der lokalen Zweigstelle der Handelsgilde gesponsert, um dir kostenlos die aktuellsten Neuigkeiten unserer Stadt zu bieten. Wir erscheinen monatlich, du bekommst die neue Ausgabe als immer am ersten Tag des Monats. Wenn du irgendwelche Fragen oder Sorgen hast, zögere nicht, unser Büro an der Hauptstraße aufzusuchen. Deine Portia Times. Io. Wir haben 7 Holz. Ich würde ja schon gerne unseren Boden ein bisschen ausbessern im Haus, damit die nächste Nacht nicht ganz so schäbig wird. Können wir erstmal hier das Fallholz sammeln. Da hinten stinkt irgendwas.
Was ist das? Killerschafe. Bunte, flauschige, rosafarbene Killerschafe. Ja, ja, genau, Steffi. Es war der Wind. Ah, Patrick, bester Mann. Jawollo, auch für dich das Feuerwerk. Danke, 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 danke. Bitte, tu das. Wo hat er den Hammer her? Sehr gut. Wir haben noch 13 Holz. Das wird nicht reichen. Warum braucht die Ecke 10 Holz und alles andere 3 Holz? Was brauchen wir hier? Jo, 20 Holz, alles klar. Ich glaube, die Ecke hebt hier für später auf. Ich vermute mal, dass wir im Verlauf des Tutorials auch eine Axt kriegen oder craften werden. Damit roden wir mal schön hier die Wälder um uns rum. Ist noch ziemlich neblig, kann das sein? Wir haben 12 Uhr. Oh. Hiyo! You must be the person the mayor was talking about. I'm kind of simple, but I hope we can be friends. Hey, oh, Oaks mein Name. Du musst die Person sein, über die der Bürgermeister geredet hat. Ich bin einfach gestrickt, aber ich hoffe, wir können Freunde sein. You should try the apples growing around Porsche sometimes. They are so delicious. I feel like only Toby can see the truth. Du solltest mal die Äpfel probieren, die in Portia wachsen. Die sind so lecker. Ich habe das Gefühl, nur Tobi hat den Dreh raus. Okay, ist Tobi der Obstgärtner? Was ist hier los? Sekte! Nee, geh fort! Not on my watch. Commerce Guild, würde ich sagen, ist die Handwerkergilde, aber es gab doch auch... Warte mal, ist nicht auch eine Map? Natürlich gibt's eine Map. Ja, okay, wir sind richtig. Nice to see you. How are you settling in? Patrick, ein Abo auf meinem Kanal lohnt sich immer. Also das Feuerwerk sei dir immer gewiss, auch wenn es nur virtuell ist. Masaru, schön dich zu sehen. Lebst du dich gut ein? Ja, ey, könnte nicht besser sein, Jung. Great! Ach, großartig. Let me introduce you to the Commerce Guild. Lass mich dir die Handelsgilde vorstellen. We're the organization that orchestrates trade across the entire Free Cities region. This is the Porsche branch. We're pretty busy throughout the year. Wir sind die Institution, die den Handel zwischen den freien Städten organisiert. Dies hier ist Portias Zweigstelle. Wir sind das ganze Jahr über sehr beschäftigt. Now then. Let me give you your builder test. This is pretty easy. Make an axe and pickaxe and bring them to me. Also dann, hier kommt deine Handwerkerprüfung. Die erste Aufgabe ist sehr einfach. Baue eine Axt und eine Spitzhacke und bringe sie mir. You need to have wood and stones to make these. You can gather them on your own or buy them from the Total Tools in Central Square. Für die Herstellung brauchst du Holz und Steine. Du kannst sie selber sammeln. Oder bei Werkzeuge pur am Zentralplatz kaufen. After you have the raw materials, you need to craft the items on a work table. I saw your pa's old one in your yard, so check and see if that still works. Wenn du die Materialien hast, musst du die Gegenstände an einem Arbeitstisch fertigen. Ich habe den alten Arbeitstisch von deinem Vater in deinem Garten gesehen. Du solltest nachsehen, ob er noch funktioniert. Ja, sichi. Machen wir doch. Wer bist du? Oh, Antoine, hallo. Hi there. I know who you are. I'm Antoine. We'll probably be seeing each other a lot. Oh, hallöchen. Ich weiß, wer du bist. Ich bin Antoine. Wir werden uns vermutlich noch öfter sehen.
think I can count on your work. You should do quite well down the road. Ich denke, dass ich auf deine Arbeit zählen kann. Es wird dir schon gut gehen. Ja, sichi, Antoine, sichi. Also, das ist mal hier sehr bewölkt, würde ich sagen. Die Kirche des Lichts. Ich glaube, es hackt hier bald. So, Arbeitstisch. Okay, Ausweichrolle, ja. Ja. Das ist der Arbeitstisch. Gut. Wir brauchen eine Axt. 5 Holz. 8 Stein. Gut, wir haben 9 haben wir schon. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Holz. Noch ein bisschen hier schäbig auf dem Boden danach suchen. Oder können wir sowas unboxen? Warte mal. Nur für den Fun, können wir. Hey. Hey. Ne, geht nicht. Wie viel Holz brauchen wir jetzt? Nochmal? Hat einer von euch aufgepasst? Hm? Antoine, ja. Genau. Was ist das? Ist auch nochmal Stein, okay. Da ist auch noch. Nee, das ist kein Holz, oder? Doch, ist doch Holz. Da hinten ist eine schöne Bauerstochter. Sehe ich doch von hier aus mit einem Adlerblick. Aber wir haben wichtige Dinge zu tun. Okay, Adit. Oh, you're new in town as well? I just moved here a little while ago. Name's Adit. Oh. Bist du auch neu in der Stadt? Ich bin vor kurzem erst hergezogen. Der Name ist Adit. I run into some danger when I'm out on my walks through nature. But I always find a way to hide or run away. I don't want to disturb the balance. Ich bin auf meinen Spaziergängen durch die Natur in Gefahr geraten, finde aber immer einen Weg, mich zu verstecken oder wegzulaufen. Haha, ich möchte das Gleichgewicht nicht stören. Er ist also Pazifist. Kann natürlich sein, dass wir jetzt für die Spitzhacke nach dem Beil auch nochmal Holz brauchen. So, eine einfache Axt, bitte. Okay, Spitzhacke. Okay, uns fehlt ein bisschen Stein. Hätte ich mal noch ein bisschen rumgegraben. Kann ich das hier... Sie kann ich, sehr gut. Dann nehme ich mal die letzten Slots hier einfach. Für Rohstoffe und die vorderen Slots für die Werkzeuge. So, da vorne war doch noch ein Steinhaufen, den ich mehrmalig plündern konnte. Dieser hier. Jetzt haben wir, glaube ich, eigentlich genug für die Spitzhacke. Können wir gleich hier noch so einen schönen jungfräulichen Baum noch fällen, um die letzten Lücken in unserem Boden auszubessern. Wieso? Was? Moment, das muss ich zulassen. Was? Wieso? Der Name Ergin wurde von meinem Cloudbot als, Wort auf der Blacklist irgendwie geoutet.
Habe ich wahrscheinlich mal gemacht, als ich auf den Ergin sauer war oder so. So, Spitzhacke. Wir haben 17:30 Uhr. Hey Sam, what's up? Hey there, haven't seen you around. Where are you from? Hey da, Sam mein Name. Ich habe dich hier noch nie gesehen. Wo kommst du her? I used to call him Captain Arlo, because it sounds nicer. But he didn't quite like the formality. Früher habe ich ihn Kapitän Arrow genannt, weil es netter klang. Aber ihm gefiel der formelle Ton nicht. Von wem auch immer du da gerade sprichst, keine Ahnung. Alle mal kennenlernen. Da wollte ich nicht reintreten. Normal wäre bei mir auch. Ja, du übrigens auch, Patrick. Bis vorhin. Hab ich dann aber schnell rausgenommen. Ah, excellent quality. Nicely done. You can keep them. I just wanted to see what you can do. Now for the second test, you are to build a stone furnace. This one's a bit tougher. You need to use the assembly station in your yard to complete this task. Exzellente Qualität. Gut gemacht. Du kannst sie behalten. Ich wollte nur sehen, was du kannst. Nun, im zweiten Test geht es um den Bau eines Steinofens. Das ist ein wenig schwieriger. Du wirst dafür die Montagestation in deinem Garten benutzen müssen. Der kennt sich aber gut aus hier an unseren... If I remember correctly, your pa kept a very detailed account of the things he made. You might want to flip through his workshop handbook and see if you can find a diagram for the stone furnace. Once you have a diagram, just use it on the assembly station in your yard to start construction. Wenn ich mich recht entsinne, führte dein Vater akribisch Protokolle über die Dinge, die herstellte. Du solltest vielleicht mal in seinem Werkstatthandbuch nach dem Bauplan eines Steinofens suchen. Wenn du ihn gefunden hast, kannst du ihn einfach an der Montagestation in deinem Garten verwenden, um die Konstruktion zu beginnen. Gut, wir rennen wieder zurück. Hab ich eigentlich... Kommst du aus Dorf? Geht auch ohne Artikel, ne? Wisst ihr Bescheid? Willkommen auf der ersten Seite meines Werkstatthandbuchs. Ach ja, das ist ja der Vater. Ich werde versuchen, alles aufzuschreiben, was ich lerne, während ich mich in dieses Werkstattgeschäft stürze. Da ich vermutlich dies vermutlich als einziger lesen werde. Hallo an mich, gut aussehender Mibusche. Aha. Also, los geht's. Lektion 1 ist am wichtigsten. Press hat mir gerade beim Bau meiner Montagestation geholfen. Jetzt werde ich aufschreiben, wie man sie korrekt verwendet. Geh zum Podium der Montagestation, öffne das Handbuch und wähle einen Bauplan. Wenn der Rahmen des Gegenstandes erscheint, kann ich anfangen, die einzelnen Teile zu platzieren. Um ein Teil zu installieren, muss ich es in der Hand halten. Ich gehe zum Rahmen und zur markierten Position und klinke links, um das Teil zu platzieren. Das klingt fast so, als wenn der gute Vater irgendwie schon dement war und sich jeden einzelnen Punkt aufschreiben musste. Der hat wahrscheinlich auch so ein Pass-Etui gehabt mit Name, Anschrift, Lichtbild von ihm selbst, Lichtbild des Sohnes, den er nie gesehen hat. Ich kann den Montageprozess jederzeit am Podium abbrechen. Tue ich das, gehen alle verwendeten Gegenstände direkt in mein Inventar. Ist mein Inventar voll, liegen die Gegenstände auf dem Boden. Mann, ist das die AWO oder was? Wenn ich mit der Montage fertig bin, kann ich den Gegenstand in meinem Inventar ablegen oder Lieferung drücken, damit jemand kommt und es abholt. Abhängig vom Gegenstand. Dann ist Zahltag. Wirf die Fuffis in den Club.
So, Steinofen. Ja, Steine findet man überall. Auf dem Arbeitstisch fertigen. Ein Steinhocker für 10 Stein. Jeder Baum gibt Holz. 10 Holz. Einfacher Steinofen kann einfache Erze schmelzen. Für bessere Erze werde ich einen besseren Steinofen brauchen. Die Spitzhacke kann verwendet werden, um nicht zu große Steine zu zerhacken. Also, das ist das Tutorial. Ist natürlich alles doch sehr rudimentär und sehr leicht am Anfang. Und man darf ja nicht vergessen, das wird wahrscheinlich auch für Kinder programmiert worden sein. So dementsprechend ist das Ganze halt etwas begrifflich einfacher gehalten. Nimm das benötigte Teil in die Hand, ziele auf die Silhouette deines Bauprojektes und drücke dann die linke Maustaste. Ah, okay, verstehe. Ja, okay. Kannst den Bauprojektteile hinzufügen oder Teile von ihm entfernen, indem du dich in die Nähe der Silhouette stellst und die rechte Maustaste drückst. Nachdem du alle Teile zusammengefügt hast, drücke E, um den Gegenstand an dich zu nehmen. Okay. Ach, ich brauchte 10 Steine, ne? Ja, richtig. 10 Steine, dann würde ich doch mal sagen... Haut drauf! Müssten wir nicht eigentlich mehr Steine bekommen haben? Das sollte reichen. Du musst den Gegenstand deiner Schnelllaste ausgewählt haben. Ah, klar. Ja. Klar. Ja, hier. Klar, den muss man hier fertigen. Okay, verstanden. Ich habe einen Steinhocker gemacht. Ah ne, die kenne ich schon. Die habe ich schon gehabt, wa? 21:04. Ich glaube, den Rest des Ofens mache ich morgen früh. Da ist der Level up. 13 Holz. Reichte, glaube ich, nicht. Das eine waren 10 Holz und nochmal 20 Holz, ne? Für unseren Boden. Ein bisschen noch, dann können wir... ...den Boden abschließen. Ich habe jede Menge Zeug bekommen, den ich gar nicht brauche. Wieso? Kupfererz. Weg. Okay, nächste wird wohl sein, dass wir uns eine Truhe craften. So. Ach, okay, hatten wir schon. Ja, egal. Habe ich noch ein bisschen Holz auf der Hand. Bitte, Hoodies. Wir möchten gut schlafen. All the gaps have been fixed.
I'm finally gonna have a good night's sleep. So schaut's aus. Und das Holz reicht auch noch für die Schüssel des Ofens.